So, was haben wir jetzt hier für ein Spielchen? Das ist Age of Empires Online. Natürlich kennt jeder eingefleischte Spieler kennt Age of Empires. Das ist die neue Version. Nach langen Jahren gibt es endlich mal wieder ein Age of Empires Teil. Es ist eigentlich genau das Gleiche. Ich verstehe hier gerade nicht, warum es online heißt. Hier oben werden Fische gefangen. Hier unten, oh, hier habe ich schon Krieger hier zusammengebaut. Und ich glaube, ich werde jetzt mal meine Feinde attackieren hier. Es ist, denke ich mal, Free-to-Play, so wie ich das gehört habe. Von daher empfehle ich das den Leuten, sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Ist natürlich jetzt mit dieser Comic-Grafik-Variante nicht unbedingt schlecht, aber auch nicht jedermanns Geschmack. Hier kämpfen jetzt gerade meine Krieger. Ich bin in das Spiel von einem anderen Menschen reingestartet, von daher weiß ich nicht, was jetzt genau das Ziel ist. Jetzt kommen die Gegner. Die werden jetzt hier meine zwei Truppen etwas zerfleischen. Also ja, der Schlachtzug lief nicht so gut. Was natürlich ein bisschen komisch ist, ist die Kartenansicht. Wenn ich hier mit der Maus den Kartenrand nach unten verlasse, geht meine Blickrichtung nach oben, obwohl ich eigentlich nach unten fahre. Das ist ein bisschen das ist ein bisschen komisch gemacht hier. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen neue Krieger hier ausbilden. Ah ja, so geht das also. Genau. Und dann kann ich hier noch Bogenschützen ausbilden. Und alles in allem ist es Siedler mit neuer Grafik und anscheinend auch, nicht Siedler, was rede ich denn hier? Age of Empires mit neuer Grafik und online. Also es ist das gleiche wie früher. Prima! Bis zum nächsten Mal.